Entspannungsverfahren und Meditation können sehr gut helfen für Betroffene von Neurodermitis, nicht nur für die Haut, sondern auch für die Psyche, gerade zum Beispiel auch, wenn es juckt. Ich werde jetzt ein bisschen was Genaueres zu Meditation sagen und in einem zweiten Video können wir das einmal kurz ausprobieren. Also Achtsamkeitsmeditation, zum Beispiel nach Jon Kabat-Zinn, ist ein Verfahren, was ursprünglich aus dem Buddhismus und aus Asien kommt. Und ja, also man stellt sich die Mönche vor, die stundenlang meditierend da sitzen. Daher kommt das Verfahren, man muss aber nicht stundenlang meditierend da sitzen. Also die Achtsamkeit an sich, also das ist die Grundhaltung, die hinter Meditation steht. Achtsamkeit an sich ist schon eine sehr gesunde Haltung, die schon sehr hilfreich ist, selbst wenn man gar nicht da sitzt und meditiert. Achtsamkeit kennzeichnet, dass man seine Aufmerksamkeit lenkt und vor allem im Hier und Jetzt ist. Also mit der Aufmerksamkeit jetzt auf das, was gerade hier ist und nicht auf das Gestern und Morgen und Übermorgen und so. Diese Aufmerksamkeit, die man dann jetzt hier hat, die kann man dann lenken zum Beispiel auf den eigenen Atem oder auf die Fersen. Das erdet auch oder auf bestimmte Körperreaktionen. Oder man kann auch eine Kerze vor sich hinstellen und auf die Kerze achten. Genau. Dann ein weiterer Bestandteil von Achtsamkeit ist, dass man wertfrei ist. Also man betitelt Dinge nicht immer gleich als gut oder schlecht oder toll oder richtig doof, sondern man nimmt sie so, wie sie sind, ja, und man kann sie beschreiben und man kann sie vielleicht als interessant betiteln, aber man nimmt sie einfach so, wie sie sind. Und eine wichtige Sache ist, die Dinge auch so zu akzeptieren, wie sie sind, ja, und zu sagen, okay, so ist es jetzt. Es ist jetzt einfach so. Es ist so in Ordnung. Das ist Achtsamkeit. Und das packt man in Meditation rein. Meditation bedeutet dann, dass man ruhig sitzt oder liegt und zum Beispiel auf den Atem achtet und die Gedanken, die kommen und gehen, auch beobachtet, einfach so wie sie sind. Und wenn die Gedanken woanders hinwandern als auf den Atem, auch das ist ganz normal, dann holt man sie wieder zurück und achtet wieder auf den Atem. Und das eine gewisse Zeit. Und je mehr man das übt, desto besser funktioniert das auch. Und gerade so eine Haltung ist zum Beispiel sehr nützlich, wenn es juckt. Ja, weil wenn es juckt, dann ist ja auch der Handlungsimpuls, sofort zu kratzen. Und wenn man dann mit dieser Achtsamkeitshaltung dahin geht und erstmal den Juckreiz anschaut und okay, so und so fühlt sich das jetzt an, okay, das ist in Ordnung so, das darf jetzt sein und ich beobachte einfach den Juckreiz und ich habe ihn beobachtet und dann kann ich ihn mit dem Ausatmen wieder loslassen, möglichst langsam atmen, gelassen atmen. Und ich habe beobachtet, dass der Juckreiz dann tatsächlich weniger wird, ohne dass ich gekratzt habe. Also das ist eine ganz tolle Sache. Man muss konzentriert sein, ja. Und zusätzlich hilft auch diese Achtsamkeitshaltung, sich oftmals von dem Stress wieder runterzuholen, der vielleicht den Juckreiz auch gerade hervorgerufen hat.